Im Jahr 2018 soll in ganz Österreich das Schutzalter fürs Rauchen auf 18 angehoben werden. In der Steiermark wird jetzt das entsprechende Gesetz novelliert. Gesundheitslandesrat Christopher Drexler und Jugendlandesrätin Ursula Lackner mit den Hintergründen. Das Rauchen der Jugendlichen war ja heuer zu Jahresbeginn ein großes Thema. Und ich persönlich freue mich sehr darüber, dass sich die Jugendlandesrätinnen und Jugendlandesräte aller Bundesländer Ende März darauf geeinigt haben, dass wir das Schutzalter beim Rauchen auf 18 anheben. Ich glaube, dass das sehr vernünftig ist, zumal wir aus vielen Untersuchungen wissen, dass das ein ganz besonders sensibles Alter ist. Wir wissen auch, dass wer früher zum Glimmstängel greift, es schwerer hat, irgendwann in seinem Leben wieder davon loszukommen. Im Wesentlichen kann man festhalten, wer bis 20 nicht raucht, fängt auch nicht mehr zu rauchen an. Und insofern ist die Erhöhung des Schutzalters von 16 auf 18 aus gesundheitspolitischer Sicht auf jeden Fall zu begrüßen. In so gut wie allen EU-Ländern gab es schon bisher kein Rauchen unter 18, mit drei Ausnahmen. In Belgien, in Luxemburg und in Österreich dürfen Jugendliche unter 18 noch immer erlaubterweise zum Glimmstängel greifen. Wenn es so ist, dass bereits jedes sechste 15-jährige Mädchen und jeder zehnte 15-jährige Bursche täglich Zigaretten raucht, dann ist das mit Sicherheit zu viel. Das steirische Jugendgesetz geht in den nächsten Tagen in Begutachtung und soll im Herbst im Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Und die Bestimmungen, was die Schutzalteranhebung auf 18 beim Rauchen betrifft, soll ab Mai 2018 gelten.